Echt? Christian sagt, er hat jemand gehört hier drinnen. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein jetzt, Leute. Hier wirklich jemand noch ist. Hallo. Hallo. Hallo ihr Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Ich muss gleich erstmal Strom machen. Christian sitzt neben mir. Wir sind in einem Hotel und das Ding ist wirklich der Kracher. Das schauen wir uns jetzt an. Das ist, es blendet übelst. Aber es ist auf jeden Fall eine Kanone, schon mal die ersten Eindrücke. Das ist der Wahnsinn. Wir gucken uns das jetzt an, aber das ganz in Ruhe. Genau. Christian sagt es gerade. Ich gehe jetzt an die Rezeption und bezahle erstmal unseren Aufenthalt hier. Hallo, guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Haben Sie gebucht? Ja, ich habe für Zimmer 11 gebucht und würde das gerne... Oh, das tut mir aber leid. Zimmer 11 ist schon weg. Kannst du nee, sagen? Zimmer 11 hängt noch. Zimmer 11 ist da? Zimmer 11 hängt noch. Okay. Gut, guckt man dann auf jeden Fall Zimmer 11. So, ihr Lieben, ich drehe mich jetzt mal um. Erschreckt nicht, aber guckt euch das mal an. Das ist mega. Hier ist eine richtig schöne, entspannte Ecke zum Sitzen. Und warum sitzt man hier? Weil man hier lesen kann. Hier kann man lesen. Hier sind übelst viele Bücher. In diesem Hotel hier kann man sich jetzt wirklich mal richtig langsam umgucken. Und ich bin wieder leise. Warum? Weil ich wieder angespannt bin. Hier sind Blumen. Sitzecke. Hier sind noch mehr Bücher. Lustige Taschenbücher. Alles hier. Mickey Mouse und lustige Taschenbücher. Alles voll. Ich muss ein bisschen flüstern, weil ich wirklich sehr angespannt bin. Wir wissen auch nicht, ob wir unsere Ruhe haben hier. Hier ist der nächste Schrank. Hier ist alles voller Bücher. Alles voller Bücher. Wahnsinn. So, also ich bin jetzt erstmal... Ja, Christian macht jetzt hier erstmal sein Zeug. Ich gehe langsam weiter. Hinter die Trese mal. Oh, wow, wow, wow. Hier ist der Haupteingang gewesen früher. Hier ist auch noch so ein Zigarettenautomat. Packungspreis 4 Euro, das ist schon ein paar Tage her. Jetzt kosten sie sowas bei 10 Euro sogar. Ist natürlich alles schon geplündert. Aber trotzdem noch mega. Ich bin total angespannt, das gibt's gar nicht. So. Gehen wir hinter die Tresen. Ist noch so ein kleiner Fernseher, das scheint aus wie so ein Dia-Projektor. Bücher, Bücher. Hier ist auf jeden Fall die Leserecke. Das ist ja der Wahnsinn. Hier sind die, ist das eine Bücherausgabe hier. Kann das sein? Weil ihr guckt mal, hier ist alles voller Bücher. Irre. Wirklich irre. Wir gehen mal ins Büro. Vorsichtig ins Büro. Hier ist auch. Guck mal, hier ist offen. Ach, da, ich sehe ihn ja. Ich sehe ihn. Warte, ich mach aus. Wir müssen nochmal gucken, hier draußen läuft einer. Wir müssen auf jeden Fall leise sein. Der kommt hoch. Achso. Der kommt hier hochgelaufen. Wo ist er? Hier drinnen. Hier drinnen. Echt? Christian sagt, da hat jemand gehört hier drinnen. Ich hab sie nicht wieder raus. Der wird es ja jetzt hören, oder? Wir müssen jetzt leise sein, ihr Lieben.
Christian sagt, er hat angeblich jemanden gehört, der hier rumläuft. Im Haus, im Hotel. Das ist natürlich heavy. Was machen wir jetzt? Warten. Kein Strom. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein jetzt, Leute. Wenn hier wirklich jemand noch ist. So, ich werde jetzt das rote Licht anlassen und die Lieben sehen ein bisschen was anderes. Ich habe keinen Bock, dass wir gesehen werden. Wir sind im Büro. Hier drüben ist noch der. Das Telefon. Und so weiter und so fort. Hier sind nur Schlüssel. Ich werde auf jeden Fall. Ich lasse auf jeden Fall das rote Licht jetzt an. Okay. Okay. Ah, hier, guck mal, die alte Taschenlampe. Die machen auch schön. Mit Muskelkraft. Was? Okay. Es tropft. Das sind wirklich Stimmen. Es sind definitiv vier Leute drin. Fuck. Aber vorsichtig auf. Also wir sind sehr angespannt, ihr Lieben. Ist jemand drin, ihr Lieben? Rucksack ab. Taschenlampe. Fotoapparat. Handy. Der Besitzer tut auch nicht mit dem Rucksack hier drin rumlatschen. Dass der Besitzer wäre, dann würde er uns rufen. Der würde doch halt rufen. Wo ist da jemand? Weißt du? Leute, das ist sau spannend. Wir sind mega gespannt. Was und irgendjemand ist hier. Besitzer würden fragen. Die würden sagen, hallo, wo seid ihr? Oder ist da jemand? Die gehen doch nicht mit dem Rucksack hier rein. Naja. Da ist auch der Hausfrieden noch nicht gesichert. Guck mal, das Fenster ist zu sperren. Wir halt offen hier. Thank you.
Hallo. Hallo. Sie müssen nicht abhauen. Sie müssen nicht abhauen. Guten Tag. Sie gucken auch nur? Ja. Wir gucken auch nur. Okay, wir super. Haben schon gedacht, wer spricht denn hier? Alles gut, wir sind nur Ölwechsler. Ja. Wir gehen unsere YouTube. Gesehen. Ach, Sie kennen uns? Ja. Hm. Ach so, super. Ich habe leider keine Autogrammkarten dabei. Wir haben uns jetzt gerade im Büro gestellt, weil wir irgendwie mal gehört haben und gedacht, wir kommen hier. Okay. Aber alles gut, gucken Sie. Ich bin. Nee. Okay. Gucken Sie ruhig, alles gut. Wir machen unser Video weiter. So, ich fange mal wieder hinten an. So, ihr Lieben, ja, ihr habt es gehört. Alles im grünen Bereich. Ich mache mal einen Pixel davor. Ja, wäre nett. Nee, ist kein Problem. Und wir haben ein bisschen Schiss gehabt, aber es ist einfach nur eine junge Frau, die sich auch die Location anguckt. Und da ist alles gut. Wir gehen unsere Runde mal weiter. Ein Schreck. Was steht hier? Das ist des Jägers Ehrenschild, das er beschützt und hegt sein Wild. Weitmensch, was? Weitmenschlich jagt, wie sich's gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt. Auf jeden Fall ist hier alles noch so, als ob man hier gleich mal sich hinsetzen kann und einfach mal gucken kann, dass man sein Essen bekommt. Das ist der Wahnsinn. Ich bin auf jeden Fall total geflasht und spannend war es auch. Ich bin beruhigt, dass das jetzt kein Besitzer war oder sowas, sondern nur eine nette Dame, die sich das hier auch anguckt. Und das ist ja auch vollkommen okay. Das ist mir lieber als irgendwelche Idioten, die randalieren. Deshalb bin ich da sehr beruhigt. Aber dieser, das ist schön hier, das Akkordeon ist wirklich schön. Guck mal, Christian, das ist der Wahnsinn, ne? Siehst du so selten. Schön, wirklich schön. Mega. Hier geht's weiter. Schöne alte Zinnbilder. Sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, ich muss jetzt mal wieder in meinen Flow reinkommen hier. So. Hier ist alles noch so teilweise unberührt. Hier geht's weiter in einer großen Saal. Mit einem Klavier. Wollen wir es wagen? Wollen wir es wirklich wagen? Ganz leicht. Es geht noch. Gut. Auf jeden Fall hier ziemlich kreis. Guckt euch das mal an. Steige. An den Wänden. Sind überall so ausgestopfte Tiere. Hier drüben ist noch ein Fuchskopf. Und so weiter. Ja, cool. Also kennt die Frau unseren Videos. Also ein Abonnentin quasi. Ich gehe jetzt mal hier hinter die Theke. So. Ja, ist die Zapfanlage. Ich lese, alles liegt noch da. Leute, ich muss erstmal wirklich reinkommen. Ich bin wirklich, wirklich gerade ein bisschen geflasht. Leckere Wildgerichte, was gab es denn hier? Hausgemachte Wildsülze mit Preiselbeersoße, Weidmannsschmaus, Förstertopf, 14,50 Euro. So, ich lasse es mir jetzt auch nicht nehmen. Ich gehe jetzt mal in die Küche und hoffe, dass wir hier ungestört sind. So, wir machen wieder zu. Und los geht's, ab zur Küche. So, hier auf jeden Fall. Ach, guckt euch das mal an. Das war der Kassenautomat. Hier konnte man hier mit der Kasse, haben sie dann abgerechnet. Das war hier, na, da stand das hier. Und dann haben die hier gebongt quasi. Krass. Geht's hier weiter? Ja, also die neueste Küche war das jetzt aber nicht hier, gell? Das ist eher so der Standard, sage ich mal, alter Standard sogar. Aber es ist halt ein altes, rustikales Hotel, ne? Da kannst du halt nicht sagen, gell? Christian, Vorsicht. Das ist ein bisschen abfordert, ja? Ja, ja, ja. Ja, das ist das Fenster, was wir gesehen haben. Guck mal hier. Meeresfrüchte. Das ist schon nicht schlecht hier. Oh, Christian, ich geh zum Keller. Ich geh in den Keller. Ich lass mich das nicht nehmen. Ich liebe Keller.
Ich muss in den Keller. Das Landhaushotel. Landhotel? Wow. Ich bin ein totaler Fan von Kellern. Krass ist, dass wir jemanden getroffen haben, der uns von den Videos kennt. Das finde ich natürlich mega. Ja, alles noch drinne hier. So ein wahnsinn eingeräumtes Hotel. Und hier, wenn wir uns jetzt mal drehen, die ganze Arbeitskleidung hier von den Hotelleuten. Guckt euch das mal an. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist echt irre. Cool. Gefällt mir. Hier ist die Waschküche. Hier wurden die, ich denke mal, hier wurden die Bettwäschen gewaschen und hier auch gleich durchgemangelt. Sehr geil. Hier liegt die Bettwäsche, sag ich doch. Hier ist alles voller Bettwäsche. Mega. Wir gehen mal wieder hier fern. Heizung. Hoffentlich haben wir jetzt weiterhin unsere Ruhe. Das war schon eine Schreck gerade. Auf Christian. Hier sind richtig. Okay, das ist nur eine Treppe. Ich weiß nicht, ob du irgendwas verraten. Nee, ist ja. Guck mal. Oh, ich stehe auf alte Uhren. Ich finde alte Uhren so geil. Ich finde es wunderschön. Telefon? Das ist die Telefonzelle? Das muss ich dann abfilmen, Alter. Telefonhäuschen. Aber wieder mit dem grünen Telefon. Ja, cool. Du konntest hier wirklich rein. Wenn Sie telefonieren wollen, bitte an der Rezeption melden. Und eine Telefoneinheit 40 Pfennig. Pfennig. Ja. Cool. Das hat man lange nicht mehr gesehen, sowas. Eine Telefonzelle. Quasi. Gut, dann mach du das mal. Ich gehe mal schnell hier rinter. Nee, doch. Stimmt. Also gehen wir jetzt quasi hoch. So, Christian macht unten weiter. Wir gehen mal in die zweite Etage. Und hier fängt es schon an. Sehr gemütlich. Ein Spiegel und ich. Wir gehen jetzt mal hier hoch, genau. Und schauen mal in die zweite Etage und in die Gästezimmer. Hier steht ja noch ein Flachbild ganz herum. Ach. Ich bin gespannt, was jetzt uns jetzt erwartet. Wow. Hammergeil. Der Fernseher. Schöne Stühle. Schönen Schlafbereich. Wow. So, Christian ist jetzt hier in dem Haus. Ach, in dem Haus, in dem Zimmer. Alles gut? Ja. Ich gehe mal hier rein. Oh, das ist der Wahnsinn. Richtig schön eingerichtet, aber natürlich geht hier oben schon die Tapete ab. Aber ansonsten ist das richtig schön eingerichtet hier drin. Wir gehen mal den Flur entlang. Mit den schönen alten Bildern, das gefällt mir auch sehr gut. Schauen wir weiter. Warum ist das hier so zerfledert? Sind hier Tiere drin? Guckt euch mal den Teppich an, der ist zerfledert. Sehr komisch. Es könnte natürlich sein, dass hier Tiere drin sind. Uiuiuiui. Aber was ist das hier? Hier ist eine Abstellkammer. Bettwäsche ohne Ende. Fernseher und nochmal Bettwäsche. Wirklich viel Bettwäsche. Ich denke mal, dass in jedem Bereich so ein Raum ist für die zuständigen Zimmer, die auf den Etagen sind. Weiß ich nicht. Ich frage mich auch, warum dieser Teppich da so übelst zerledert ist.
Hm, das habe ich gesehen, da ist ein Fenster drin, neues. Wir gehen mal bis ganz runter und schauen uns mal die andere Seite an den Flachbildfernseher vorbei. Hier ist nämlich ein Flachbildfernseher. Schaut mal, der steht einfach noch hier rum von LG. Ich fühle mich bei dem Boot nicht wohl, das stimmt ja. Ja, das ist komisch. Okay. Es sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich meine, es gibt heute noch Hotels, die sind heute immer noch auf diesem Standard, gell? Aber ich finde das halt rustikal und ich mag sowas. Ich würde sogar in so ein rustikalen Hotel einbuchen. Wir wollten aber Zimmer 11. Was steht da? Ein Spinnrad. Hier steht wirklich noch so ein altes Spinnrad. Christian sagt es gerade. In diesem Zimmer haben wir was Besonderes. Da gibt es ja nicht die ganze Wand. Ja. Also Christian sagt es gerade. Also hier, ich zeige euch das jetzt auch. Ein Kühlschrank im Schrank. Hier gibt es nämlich mal ein Bad, eine Badewanne zum Entspannen. Ist ja wirklich extrem interessant. Nee, warte, kannst du. So, dritte Etage. Christian, man ist schon wieder ganz aufgeregt. Weil hier, guckt euch das mal an, wie geil dieses Bild eigentlich ist. Mit der Blume und der Spindel und den Sessel. Das ist ja mega, wirklich richtig mega. Ich laufe mal weiter. Christian will unbedingt filmen. Oh, schnell. So, ich habe jetzt hier Zimmer 22 und Zimmer 22 ist ja sowas von voll mit irgendwelchen Sachen. Ich denke mal, das wird alles aus dem Hotel hierher geschleift worden sein. Das ist echt irre. Guckt euch das mal an. Ich stelle mich jetzt mal mitten hier rein und zeige euch das mal. Hier steht alles. Ein Ofen, ein Helm zum Reiten. Da hinten ist eine Disco-Kugel. Hier ist noch so ein Gitarrending. Also hier ist wirklich alles drin. Alles. Hier hinten sind Figuren, Bilder. Das ist wirklich der Wahnsinn, was hier alles drin ist. Als ob hier jemand, ja, sich das irgendwo sichergestellt hat, damit es keiner wegnimmt. Ich habe die Schüttelweste gefunden. Ja. Hier sind Bilder. Private Bilder. Aber das ist alles so ein bisschen privater Bereich, der hierher geschafft wurde, damit keiner rangeht. Ich denke mal, bevor das Hotel zugemacht hat, hat er sich gesagt, okay, wir packen alles hierher. Guck mal, hier sind sogar noch Spielchips. Spielchips vom Pokertisch. War hier ein Pokertisch? Ich habe keinen gesehen. Wow, unglaublich. Hier steht noch der komplette Computer mit Monitor. Der Computer ist noch komplett und ganz. Den kann man noch benutzen. Wir gehen weiter. Ich muss hier raus erstmal. Hier sind so unglaublich viele Eindrücke. Allein hier dieses, was ist das? Teleskop, gell? Gell? Guckt euch das mal an. Das ist ja echt irre, was hier alles noch rumsteht. Hier auch. Ach, ich sehe es gerade. Leute, hier muss ich einen riesengroßen Pixel drüber machen. Hier sind alles voller P-O-R-N-O Videokassetten. Aber nicht wenige. Richtig viele. Hier ist auch dazugehörige Videokassetten, also Videorekorder, Computer, alles mögliche. Also was hier in dem Zimmer abgegangen ist, möchte ich nicht wissen. Eieieiei. Was kommt jetzt? Wow, das habe ich noch nicht mehr gesehen. Guckt euch das mal an. Dieses Telefon ist ja der Oberbrecher. Das ist echt ein hübsches Telefon. Hier ist also mit Teppichen, was wenn jemand hier wirklich es sich gemütlich gemacht hat. Mega heftig. Also Leute, ich bin wirklich echt geflasht. Ich bin wirklich richtig geflasht. Ich gehe jetzt mal hier raus. Hier sind ja noch Klamotten. Videokassetten ohne Ende. Unser Doktor ist der Beste. Naja, ich weiß ja nicht, was das für Filme sind. Christian sagte gerade, der Dachboden ist gerammelt voll mit Zeug. Ich lasse mir das natürlich nicht nehmen und werde den Dachboden abgehen. So ihr Lieben, ich bin jetzt oben und jetzt, was jetzt hier erwartet, bin ich echt gespannt, was das jetzt wird hier. Oh, so,
Ach du meine Güte, ist das hier voll. Wir fangen ganz von vorne an. Los geht's. Wir gehen durch. Hier drüben, der erste Raum. Gehen wir vorsichtig rein. Hier ist wirklich ein großes Lager. Alte Computer, Lautsprecher, Telefone, Werkzeug. Ich sehe hier alles. Alles, wirklich. Es ist der Wahnsinn. Man kann hier gar nicht so viel erzählen, wie man hier sieht. Es ist also bunt gewürfelt auch. Nur nicht aufpassen, dass ich jetzt nicht hier darunter falle. Wir gehen ein Stück weiter. So, vorbei. Schuhe, Deko, alles ist hier oben. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Ich kann gar nicht richtig treten, ihr Lieben. Aber ich will es euch bis zum Schluss zeigen, damit wir wirklich auch alles sehen und nichts verpassen. Ach du meine Güte. Aktenordner von 1973. 1986. Immer älter. Es wird immer älter. Oh, echt übel. Echt übel. Aber mega. Ich gehe jetzt wieder hier raus. Ich gehe wieder hier vor. Und dann versuche ich hier langsam wieder runter zu gehen. Hier regnet es auch rein. Das Dachfenster ist offen. Also wird das hier auch immer gleichbleibend nass bleiben. Ich gucke jetzt mal, dass ich wieder hier runterkomme, ohne dass ich runterfall. Weil das tut auf jeden Fall weh. Und da habe ich keine Lust drauf. Irre. Echt. Irre. So, da muss ich jetzt wieder runter. Los geht's. Vorsichtig. Was sagst du? Ja. Ich bin noch nicht so auf Leitern. Das ist nicht so meins. Keller waren wir. Nee. Das haben wir noch nicht gefilmt. Nee, das haben wir noch nicht gefilmt, nee. So, also wir haben jetzt noch ein Abteil, was wir noch nicht gefilmt haben. Das ist der Keller. Den haben zwar schon einen Keller gesehen, es gibt jetzt noch einen zweiten Keller. Und da gehen wir jetzt hin. War das hier, ja? Okay. Aber ich würde sagen, wir gehen da nicht raus, oder? Warum? Weiß ich nicht, war das so eng, oder? Ging. Okay. Gut, also jetzt nochmal in den richtigen Keller, das ist der zweite Keller. Da schauen wir uns jetzt auch nochmal um. Ich glaube, da lag auch ganz viel Gerümpel und Kram. Aber wir schauen das mal. Hier. Was ist da? Heizung. Was ist da? Lager. Lager und... Ja, auf jeden Fall. Lager. Gläserlager und Akten 1997, Scheinwerfer, alles was man eigentlich so braucht für eine Gaststätte oder ein Hotel. Zeig mal. Ja, der ganze Raum ist voll. Der ganze Raum ist voll, hier kann man nicht mehr treten. Hier kann man nicht mehr reingehen. Hier auch wieder Unterlagen. 1980, 2001, es war halt eben lange, aber dann irgendwann auch wieder nicht mehr. Hier gehen wir in den nächsten Raum. Hier war das Weinlager. Das Weinlager. Die Weinflaschen sind natürlich leer. Alles. Ach, das ist der große Raum, hier könnte man durchgehen. Ach ja. Okay. Die Weinregale sind leer. Also es sind alles leere Flaschen. Ich frage mich, warum man leere Flaschen da rein tut. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Verstehst du das? Wieso macht man denn leere Flaschen da rein? Aber auch so viele. Ne? Aber es sind alles leere Flaschen. Oder wurden die da reingemacht und für den Fotografen wieder? Aber das sieht dazu vermüllt aus, das kann nicht sein. So ihr Lieben, das war ein Abenteuer. Das war wirklich ein Abenteuer jetzt. Ich leuchte mal die Decke an. So. So ihr Lieben, das war das Hotel. Hotel, White Hotel, wirklich mega geil eingerichtet.
Ich bin sprachlos, Christian, mach du. Ich bin wirklich sprachlos. Ja, aber ein schönes Hotel, auf jeden Fall mega. Das mit der Überraschung hier drin war, naja, wir haben es ja herausgefunden, dass aber es auch eine OPEXerin war. Sie kennt unsere Videos. Aber es war erstmal spooky, auf jeden Fall. Ja. In diesem Sinne hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen netten Daumen da. Lasst einen netten Daumen da und schreibt Nettes in die Kommentare. Schreibt den Kommentar nach oben und einen Daumen lasst doch da. In diesem Sinne, auf morgen, bis Wiedersehen. Genau, ciao.